Hi Leute, mein Name ist David und jetzt stelle ich euch das neue Gudereit LC30 Edition vor. Wie wir sehen, haben wir hier ein 28 Zoll Trekkingrad vorliegen mit einem Aluminiumrahmen im Herzen. Dieser Aluminiumrahmen ist gut verarbeitet und auch relativ leicht. Am Rahmen selbst kann man Flaschenhalter montieren. Vorne haben wir einen Spritzschutz, wie auch hinten, und auch einen Gepäckträger, der eine Last bis zu 25 Kilo tragen kann. Dazu auch noch einen Ständer am Fahrrad montiert. Das sind schon Eigenschaften, die das Fahrrad insgesamt sehr alltagstauglich machen. Schauen wir uns die Laufräder an. Da haben wir Yak-Laufräder, die sind laufleicht. Und vorne haben wir dazu auch noch einen Shimano Nexus Nabendynamo, der die Frontleuchte und die Rückleuchte mit genügend Strom versorgt. Die Reifen, das sind die Schwalbe City Light Reifen. Die haben ein gutes Profil für die Straße, auch bei Nässe. Und an der Seite haben sie jeweils auch noch Reflexstreifen. Die Reflexstreifen zusammen mit dem Licht, den Reflektoren an der Pedale und der Klingel machen das ganze Fahrrad straßenverkehrstauglich, was natürlich eine gute Eigenschaft ist. Schauen wir uns den Lenker an. Da sehen wir, dass wir einen leicht ergonomisch geformten Lenker haben, der eine komfortable Fahrt ermöglicht mit ergonomischen Griffen und einem verstellbaren Vorbau. So kann man die Position in einer komfortablen, aufrechten Position einstellen oder in einer sportlichen, wie es jedem gefällt. Der Sattel, den wir haben, das ist ein Selle Royal Sattel. Der ist sehr bequem und zusammen mit der Federung haben wir hier auch noch ein sehr komfortables Fahrgefühl. Die Farbe des Fahrrades ist schwarz-grau gehalten mit hellblauem Dekor. Vorne am Fahrrad haben wir eine Federgabel. Das ist die Santur NEX Federgabel. Die funktioniert durch eine Stahlfeder und hat am oberen rechten Gabelbein ein Speedlock-System. Somit kann man die Federung jederzeit blockieren. Die Federung eignet sich für Schotterwege, aber auch für Bordsteine. Schauen wir uns den Antrieb an. Da haben wir hinten das Shimano Acera Schaltwerk mit einer 8-Fach-Kassette. Vorne haben wir drei Kettenblätter und das Shimano Tourney, den Shimano Tourney Umwerfer. Also insgesamt 24 Gänge, das sollte reichen für Fahrten bergauf und wie bergab. Dazu haben wir hier auch noch einen Kettenschutz, das ist natürlich praktisch und wiederum alltagstauglich. Geschalten wird am Lenker über die Schaltgriffe, die handlich sind und leicht zu bedienen. Dazu befindet sich auch noch ein kleines Sichtfenster, in dem man nachvollziehen kann, in welchem Gang man sich befindet. Das ist sehr praktisch. Direkt daneben befinden sich die Bremsgriffe von der Magura-Bremse. Die funktionieren hydraulisch und betätigen die hydraulischen Felgenbremsen, die euch auf jeden Fall abbremsen werden. Wer auf Komfort und Alltagstauglichkeit setzt, der liegt mit dem Gudereit LC30 Edition auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Das Fahrrad kostet bei uns 649,99 € und wenn ihr es mal probefahren wollt, macht doch den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.